Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, liebe Freunde, heute möchte ich euch das neue Album Große Herzen von Maschine vorstellen. Das Ganze gibt es als streng limitierte Doppelvinyl signiert und wie gesagt streng limitiert in der Goldedition zum Unboxing für euch von mir. Wie gewohnt. Ja, liebe Freunde, das neue Album, das 5. Soloalbum, Große Herzen von Maschine, erscheint am Freitag, den 30. Dezember, für die streng limitierte, und ich meine wirklich streng limitierte Doppelvinyl in der Goldedition, die dazu noch signiert ist. Das Ganze gibt es nur 500 Mal, habe ich 29,99 Euro bezahlt, und zwar im Premium Records Shop. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Es gibt auch noch ein paar Vinyls zum Bestellen. Wie gesagt, Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es noch zahlreiche andere Editionen vom neuen Album. Einmal natürlich das Album als Standard-CD im Digipack mit zwei CDs. Auf der ersten CD sind die 13 neuen Songs vom neuen Album Große Herzen drauf. Und auf der zweiten CD sind Songs aus den letzten 30 Jahren drauf. Außerdem gibt es noch drei unterschiedlich farbige Vinyl-Editionen. Einmal nochmal in Rot, dann in Standard-Schwarz und dann gibt es auch noch eine transparente Vinyl. All die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und Freunde, es gibt auch eine Fanbox. Die Fanbox kostet 49,99 Euro. Link dazu findet ihr ebenfalls hier unten in der Videobeschreibung. Gut, heute wollen wir uns, wie gesagt, die wirklich streng limitierte Doppelvinyl in der Goldedition anschauen. 500 Stück gibt es, habe ich vorhin schon gesagt, aber das muss man einfach nochmal erwähnen. Und ja, das Ganze werden wir uns jetzt anschauen. Ihr könnt mir an dieser Stelle natürlich gerne euren Lieblingssong vom Interpreten einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr schon mal dabei seid, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und damit das Video ein bisschen pusht, dass ich ein bisschen mehr Reichweite bekomme, dass dieses Video ein paar Leuten mehr angezeigt wird. Vielen Dank! Gut, wir starten direkt mit dem Unboxing. Als erstes werde ich natürlich erst einmal vorsichtig die Folie entfernen oder wir gehen erst einmal auf den Aufkleber hier drauf ein. Und zwar haben wir hier einmal Doppel-LP Vinyl Gold Edition, 11 neue Songs plus ein Remake und endlich weiter als Studiofassung. Und hier runter steht noch handsigniert. Hier haben wir die Unterschrift. Gut, jetzt werde ich erstmal die Folie, wie gesagt, vorsichtig entfernen. Natürlich werde ich aufpassen, dass der Aufkleber nicht zerreißt. So. Okay. So, die Folie ist ab und als erstes schauen wir uns natürlich erst einmal das Albumcover an. Wir lesen als erstes riesengroß Maschine. Darunter sehen wir ein großes rotes Herz. Darunter lesen wir den Albumtitel Große Herzen. Und hier links haben wir das Autogramm von Maschine in silbernen Edding. Nichts gedruckt, wirklich handsigniert. Sehr schön, Hintergrund schwarz glänzend. Und auf der Rückseite sehen wir natürlich einmal den Interpreten, Maschine, Große Herzen. Dann haben wir hier die Songs aufgelistet. 13 Songs sind auf dem neuen Album drauf, also 11 Songs davon sind neu. Und wie gesagt, bei der Standard-CD sind zwei CDs dabei. Einmal das Album mit den 13 Songs und dann nochmal auf der zweiten CD Songs aus den letzten 30 Jahren. Okay, dann haben wir unten noch einen Barcode. Von der Limitierung her sehen wir jetzt keine Zahl. Manchmal ist das ja ausgeschrieben, was weiß ich, 200 von 500. Hier sehen wir jetzt leider nichts. Vielleicht sehen wir irgendwie drin in der Hülle etwas. Gut, dann würde ich sagen, öffnen wir das Ganze mal. Und in der Innenseite der Vinyl haben wir die Songs mit den dazugehörigen Songtexten. Hintergrund rot und dann die ganzen Songs mit den dazugehörigen Songtexten. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir direkt erst einmal zur ersten Vinyl. Ich schaue erst mal nach, ob es irgendwie noch einen MP3-Download mitgibt. Sieht nicht so aus, manchmal ist ein MP3-Download mit drin fürs Album nochmal zusätzlich. So, die zweite Vinyl packe ich auch mal aus. Hier gucke ich auch nochmal kurz rein. Ne, ist auch nichts zu sehen. Gut, okay, wie gesagt, was mir auffällt, es gibt leider keine Nummerierung, was weiß ich, 200 von 500. Finde ich ein bisschen schade, bei einer streng limitierten Vinyl gehört das eigentlich mit drauf. Na gut,
Okay, dann schauen wir uns mal die erste Vinyl an. Das Ganze kommt in einem schwarzen Schutzumschlag. So sieht das Ganze aus. Und hier drin haben wir die goldene Vinyl. Einmal haben wir hier Seite A. So sieht das Ganze aus. In der Mitte haben wir jetzt nochmal das Albumcover, Maschine, große Herzen und Seite A. Ich hoffe, das Gold kommt bei euch gut rüber. Es ist wirklich sehr goldig, sehr golden. Okay. Und Seite B. Sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das war die erste Vinyl. Und die zweite sieht natürlich gleich aus. Ich zeige es euch trotzdem kurz. Vielleicht haben wir hier eine Nummerierung drauf. Und ja, also Seite C und Seite D. Okay, gut. Also, das, liebe Freunde, ist die streng limitierte Doppelvinyl in der Gold-Edition. Das Ganze noch signiert. So sieht das Ganze aus. Leider, wie gesagt, ist hier keine Nummerierung drauf. Das gehört sich eigentlich hier drauf, wenn das wirklich so eine streng limitierte Auflage ist. Fehlt hier leider. Na gut, okay, Freunde. Damit sind wir schon wieder am Ende des Unboxings. Ich werde das Ganze natürlich gleich nochmal einpacken. So. Einmal und zweimal und damit, liebe Freunde, sind wir am Ende des Unboxings. Ich bedanke mich für euer Zusehen und hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Video. An dieser Stelle gehen natürlich schöne Grüße raus an Maschine. Viel Erfolg mit deinem neuen Album und ich hoffe, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's soweit. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.